einen Auslandsschutzbrief. Ein was? Das glaube ich nicht, dass wir sowas haben. Ich meine, wenn was passiert ist, wir haben ja so gute Erfahrungen gemacht. Also einen Auslandsschutzbrief müssen Sie haben. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, meine Frau denkt ja sonst immer an alles. Als wir damals unseren Unfall hatten in Verona, also fabelhaft, sage ich Ihnen, wir haben ja alles geregelt. Es fing ja schon damit an, dass mein Mann sich am Tag vorher auf seine Brille gesetzt hatte. Ein Anruf, ja, Ersatzbrille wird bezahlt, soll sofort zum italienischen Optiker. Ja, ich habe ihr ja noch ein Handy kaufen wollen, damit sie mal anrufen kann. Also wenn wirklich was passiert ist, ich meine, dass sie krank geworden ist oder die Kinder, kann ja leicht mal sein in Portugal. Also wenn sie einen Schutzbrief haben, ist alles kein Problem. Ja, ja, ich glaube schon, dass sie einen hat. Sie denkt ja sowieso immer an alles. Der Wagen war ja zusammengequetscht wie eine Briefmarke, nicht? Es war ja mein Mann seine eigene Schuld, dass er erst zurückgefragt hat wegen der Brille. Hätte er sofort eine Ersatzbrille genommen, dann wäre der Unfall ja gar nicht passiert. Aber sie haben alles bezahlt. Gott, wie eine Briefmarke? Was denken Sie? Sogar das Taxi zum Bahnhof und zweimal zum Flugplatz haben die bezahlt. Also das lohnt sich. Zuerst wegen dem Wagen zum Bahnhof und dann wegen unserem Marek zum Flugplatz, nicht? Der lag ja auf der Bahre und musste nach Deutschland ins Krankenhaus. Ihr Sohn ist dabei verletzt worden. Was denken Sie denn? Querschnittsgelähmt. Aber die haben alles bezahlt. Sämtliche Flugkosten, auch meine Flugkosten, hin und wieder zurück, haben sie erstattet. Fand ich richtig anständig, nicht? Sie hätten es ja organisieren können, dass sie die Leiche meines Mannes mit meinem Sohn zusammen nach Deutschland transportiert hätten, nicht? Und nicht separat. Ihr Mann ist tot? Das habe ich gar nicht gewusst. Herzliches Beileid. Tja, was dachten Sie? Aber die haben alles bezahlt. Ich bin ja sofort wieder nach Italien zurückgeflogen. Haben Sie erstattet Hin- und Rückflug und den Rückflug doppelt, nicht? Also für meinen Mann die Rückführung auch. Nein, also fabelhaft, wirklich. Das ist ja dann wirklich mal was Erfreuliches. Ja, also hoffentlich hat Ihre Frau den Schutzbrief. Versuchen Sie mal als Privatmann eine Leiche von Portugal nach Deutschland zu überführen. Da können Sie verzweifeln, das kann ich Ihnen sagen. Ja, ja, das ist ja dann wirklich wichtig. Da werde ich mich dann gleich drum kümmern. Und dann haben die mir vom ADAC noch 6 Wochen später die Kosten für die Ersatzbrille erstattet, nicht? Da brauchte mein Mann sie natürlich nicht mehr. Aber ist das nicht anständig? So, nein, nein, nein. Bitte. Also, der nächste bitte. Nee, ich glaube, ich brauche keine Blumen.